So, hallo zusammen, schönen guten Abend und willkommen zurück zu Late Night Coding. Heute WebSockets, die zweite. Mal gucken, wie weit wir heute so kommen. Womit haben wir angefangen? Letztes Mal, das war am Samstag. Ja, haben wir erstmal ein bisschen versucht, durchzusteigen, wie diese WebSocket-API eigentlich funktioniert und dann habe ich angefangen, so ein bisschen was zu coden und ich habe das jetzt einfach nur ein bisschen aufgeräumt. Rage. Rage. Ja, das hier ist das Ergebnis dessen, was ich dann noch gemacht habe, als ich es aufgeräumt habe. Ich habe also einfach unsere die String-Routinen habe ich ausgelagert und habe das in so eine kleine Methode reingepackt und die erstelle jetzt einfach aus den einzelnen Zeilen, packe das einfach in eine Datenstruktur und da finde ich dann zum Beispiel den Namen des Requests. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Namen, ob ich die Parameter, die Bezeichner richtig gewählt habe. Also falls da jemand noch bessere Namen hat aus der RFC von HTTP, immer gerne her damit. Aber ich habe jetzt erstmal den Request Name, Target und kann gerade nachgucken, irgendwas getauft. Und die anderen Dinge heißen dann Parameter und die liegen in einer Map. Okay. Ja, da fällt mir ein. Kommt gleich Besuch? Wo kommt Besuch? Das könnte man. Richtig, ne, das geht ja nicht. Ja, weil der Access nicht read-only ist. Okay. Ja. Da ist Coda mit Gruppe. Hallo und willkommen. Ihr seid gerade rechtzeitig. Wir fangen gerade an. Mit WebSockets. Jens versucht WebSockets zu verstehen, versucht es dann bei der Gelegenheit direkt noch zu implementieren. Das ist das Thema des heutigen Abends, Part 2. Ja, jedenfalls. Oh, kein Thema. Bis später. Ja, jedenfalls damit können wir uns jetzt so die wichtigsten Parameter einlesen von dem, was wir kriegen. Vom Server und können dann darauf reagieren und da kommt ja diese seltsame Challenge Response, über die ich mich am Samstag schon gewundert habe, was das eigentlich soll. Kapiert habe ich es immer noch nicht so richtig. Also ich meine, ich habe kapiert, warum man überhaupt so eine Challenge Response schickt, aber warum das jetzt unbedingt Basics, die vorencodetes SHA, gehashtes Gedönse sein muss, das habe ich nicht verstanden. Was ich wohl jetzt so halbwegs verstanden habe, ist die Geschichte mit dem Masking. Diejenigen, die dabei waren, ich habe das nicht ganz richtig verstanden, wer die Mask setzt. Die Sache ist ja die, dass ich mach mal nochmal die Spec auf, damit diejenigen, die jetzt neu dabei sind, wissen, worüber ich rede. Also das ist die Web Service Specification und nehmen wir einfach mal das Data Framing direkt. Und das hier ist auch das gleichzeitig, was wir heute machen wollen. Nämlich so ein Data Frame erkennen. Und in dem Frame, da steht ja eigentlich ein Kram drin und dann gibt es irgendwie so ein Mask-Bit. Und wenn das gesetzt ist und das muss vom Client gesetzt sein, wenn der schickt, dann gibt es hier so ein 32-Bit, also ich sollte es vielleicht besser so selektieren, ein 32-Bit-Mask und damit wird die Payload geXORed. So, und dann habe ich mich gewundert, wenn ich doch die Mask mitschicke, was soll der Quatsch eigentlich? Weil ich kann ja meine Payload einfach vorher schon mit der Mask XORen und dann ist die wieder so, wie ich sie haben will. Was ich jetzt hinterher erst verstanden habe, ist, dass die Mask wird vom Browser gewählt. Die wählt man natürlich nicht, wenn man ein Paket verschickt. Das heißt, da die unvorhersehbar ist, kann man sich also nicht darauf vorbereiten. Ja, der Browser selbst fügt die, also man schickt dann nur die Payload und der Browser fügt ja den Header davor ein und der fügt auch die Mask ein und der macht auch das XOR. Das bedeutet also, man kann damit nicht kontrollieren, wie die Payload aussieht. Fixt das Problem? Ich finde es immer noch mega lächerlich als Gedanke, dass man sagt, okay, wir wollen einfach mal sicher gehen, dass nicht irgendjemand über das Internet beliebige Daten schicken kann und deswegen verfremden wir das so. Klingt mir nach einer ganz, ganz dummen Idee, um das Problem zu fixen. Ja, ich kann natürlich immer noch mit jeder beliebigen anderen Software schicken, was ich will. Das Einzige, was man damit unterdrückt, ist, dass mit einer bestimmten API über den Browser es jetzt nicht möglich ist, vorhersehbare Daten zu schicken. Aber es gibt noch ungefähr 3 Milliarden andere Wege, um das zu machen. Also,
Ja, irgendwie macht man sich wohl Sorgen, dass man mit beliebigen Pakete Unheil anrichten könnte, aber das Problem liegt ja wohl an einer ganz anderen Stelle daran, nämlich bei den Servern, die mit dem Unheil nichts anfangen können. Aber nichtsdestotrotz, also jetzt habe ich zumindest kapiert, wie soll das mit der, wieso man das mit der Mask, wieso das mit der Mask zumindest bei diesem Protokoll funktioniert. Bringt das viel? Nö, eigentlich nicht. Theoretisch könnte ich die Payload auch so lang machen, so lange Daten schicken, bis ich irgendwie selbst bei einem beliebigen XOR das durchgehauen habe, was ich habe. Also es scheint mir irgendwie so eine halbherzige, ziemlich seltsame Idee zu sein, um ganz ehrlich zu sein. Aber was soll's? Es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel auch diese Payload-Length, die irgendwie sehr komisch umgesetzt ist. Aber ja, beziehungsweise da fängt es an. Aber ja, ich muss ja nicht unbedingt immer alles verstehen, warum man das so macht. Also die Payload-Length ist so, ne? Also die wird erstmal 7-Bit gespeichert und sind es verschiedene Pakete oder sollen damit parallele Transfers getrennt werden? Nee, das hier ist jetzt gerade ein einziges Paket. Das ist einfach, das hier, was man hier jetzt gerade sieht in der Spezifikation, ist einfach der Aufbau in Bits. Also wofür ist das erste Bit, das zweite Bit, also das sehen wir mal so wie hier, das nullte, das erste, das zweite, das dritte und dann das vierte bis siebte Bit. Wofür sind sie gut? also, ja, und dann kommt halt hier ein Bit und da kommen dann halt 7 Bit für die. Für die Länge der Payload und damit kann man halt für ein Unsigned Int von 0 bis 127 die Länge speichern. Und wenn man mehr braucht, dann muss man hier eine 26 reinschreiben und dann kann man hier noch ein bisschen länger ablegen, ein weiteres 16-Bit. Wenn man hier eine 27 reinschreibt, dann kann man sogar 64-Bit Länge machen. Warum man nicht direkt einfach 64-Bit Länge übergibt und diesen ganzen Bullshit lässt, ist mir auch ein Rätsel. Ich meine, Herrgott nochmal, also es sind irgendwie, wir reden hier darüber, irgendwie 60 Bit einzusparen, also nicht mal 60, genau genommen. 7 haben wir ja sowieso schon, ja, also die könnten wir ja auch mitbenutzen, ja, spricht ja nichts dagegen. Und ansonsten verschwendet man überall Rechenpower und Performance und Daten, ja, wrappt das Ganze in JSON oder XML und dann wird es endlos lang, schickt Daten als Text. Dann jetzt so einen riesen Bohai zu machen, um die Payload Length, finde ich irgendwie komisch. Und außerdem, wenn ich es richtig sehe, gibt es ja noch die Möglichkeit, Payload in verschiedene Pakete aufzuteilen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses FIN dafür da. Das ist nämlich das Final Fragment in der Message, also für fragmentierte Messages. Ich habe den Teil noch nicht gelesen. Und dann schickt man mehrere Pakete. So what? Ja, also der Overhead ist ja relativ gering. Nee, so alt ist das Protokoll noch gar nicht. Das ist, vielleicht mag jemand nachschauen, von wann WebSockets sind. Aber, also das ist jetzt die aktuelle Version, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ich glaube, die erste, genau, ist von 2011. Also ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie aus der Zeit kommt, wo man irgendwie 64 Kilobyte Daten hatte oder so. Ja, also das ist ziemlich aktuell, das ganze Konzept. Also, selbst wenn das die neue Version, also WebSockets ist jedenfalls nicht alt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Revisionsdatum ist oder ob das das Datum des ersten Erscheins ist. Aber wie dem auch sei, das ist jedenfalls eine relativ neue Technologie. Ich meine, es ist jetzt nicht überkompliziert, aber ich habe mir nur gedacht, warum macht man sich die Mühe mit dieser Länge da? Was soll das? Also anstatt einfach irgendwie, was ich 32-Bit Länge zu speichern, ja, egal. Sei es drum, wir implementieren es jetzt so, weil irgendjemand bei Google offensichtlich ja, das eine tolle Idee fand und alles so implementiert, also machen wir es auch so. Gut. Was haben wir jedenfalls gemacht? Ja, ist jedenfalls, was ich jetzt mit dem, was wir letztens gebaut haben, jetzt noch fertig gemacht habe, ist diese ganze Handshake-Geschichte. Das sollte jetzt auch funktionieren. Das heißt, wenn ich den ganzen Kram starte, jetzt mal so eine tolle Demo-Webseite hier öffne und lade die neu, dann ist das noch nicht fertig gebaut. Nein, habe ich nicht gestartet. Ist gerade kaputt gemacht. Eben ging es noch. Na und so, neuer Versuch. Wo ist meine Webseite? Na, okay, so, das kann er haben. Man sagt halt hier Connection Open. Ja, und hier unten sieht man, ich habe das jetzt umgestellt, dass er die binär anzeigt. Da kann man sich das besser angucken. Hier unten sieht man jetzt, wie Pakete ankommen. Und da kommt jetzt die ganze Zeit. Sollte jetzt die ganze Zeit immer was ankommen, eigentlich.
Offensichtlich hält er das an, wenn ich die Webseite verkleine. Das ist ja lustig. Ja, okay. Der hält offenbar Safari den Prozess an. Warum kommt da jetzt immer mehr, wenn man sich die Webseite anschaut? Recent Test. Dann sieht man hier, dass die in der OnOpen-Methode so ein Intervall startet. Ich habe es jetzt auf 2 Sekunden eingestellt, was alle 2 Sekunden das Ergebnis von GetUpdateData schickt, und das ist momentan einfach Hallo. Ja? Also er schickt jetzt alle 2 Sekunden Hallo. Und dementsprechend holt hier alle 2 Sekunden was ein. Und was man schön sieht, das sieht immer anders aus. Das liegt eben daran, dass eben diese Maske immer anders ist, obwohl wir immer dasselbe schicken. Was können WebSockets? Damit kann man im Prinzip TCP-IP-Verbindungen aufbauen, aus einer Webseite raus. Allerdings, man kann keinen Port öffnen, sondern man kann nur zum Server connecten. Ja? Das machen im Prinzip WebSockets. Auf eine relativ simple Art, das Protokoll jetzt zugehen, da macht jetzt auch nicht wirklich bärisch kompliziert, aber wir wollen es mal so implementieren. Meine Grundidee, warum ich damit anfangen wollte, war, weil ich mich so ein bisschen geärgert habe über so die aktuellen Lösungen, um einfach bei Rollenspielen remote spielen zu können. Ich habe da nichts so richtig Hübsches gefunden und wollte einfach so eine kleine Webseite basteln, womit ich den Leuten, mit denen ich zusammen spiele, einfach Karten schicken kann, die dann so frei radieren können, wo die ihre Männchen platzieren können und alles weiter. Und dafür brauche ich irgendwie WebSockets. Und da dachte ich, ja, gucken wir uns mal WebSockets an. Gut, zu der App kommen wir vielleicht später irgendwann mal, wenn überhaupt. Ja, wie dem auch sein. Ja, genau. Also meine Protobuffer, ja, ist so Google, aber auch das hat Overhead, ne? Und naja, egal, was soll's. Ich hätte die Puppets jetzt spendiert. Und das will schon einiges heißen. Gut, also das Ganze, wir sehen jedenfalls, es funktioniert erstmal soweit, dass sich der Browser nicht mehr mokiert über die Verbindung. Das ist übrigens ganz nett, wenn wir hier zum Beispiel was kaputt machen. Also nehmen wir an, wir hängen jetzt hier die falsche UUID an und führen das Ganze nochmal aus und gehen jetzt zurück zur Webseite. Also wir sehen erstmal Open und Close, das noch von gerade. Wenn ich das jetzt neu lade, dann passiert nichts. Also er sagt einfach nur Close. Und wenn man sich dann die Fehler anguckt, dann zeigt das auch schon an. Ja. Error during WebSocket Handshake, SEC, WebSocket SEC Mismatch. Also war es eigentlich zum Debuggen sogar ganz praktisch. Bringen wir es also wieder in Ordnung und dann wird das auch wieder funktionieren. Läuft schon. Ja, so, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann läuft schon und er schickt wieder munter seine Daten. So, was ich jetzt machen will, ist, ich will im Prinzip das hier parsen. Witzig, jetzt läuft es auch, wenn es im Hintergrund hängt. Oder? Nee, hat nur noch einen abgeschickt, dann hat er es offenbar suspendiert. Das hier, aber wenn der Safari Fokus hat, dann läuft es wieder weiter. Naja, ist egal. Sei es drum. Freunde des autark wirkenden Verzichts auf Computing, genau. Ja, okay. Genau. So, jetzt müssen wir also im Prinzip Handle Frame machen und vielleicht schaffen wir noch zu Generate Frame zu kommen. Das ist dann das in die andere Richtung, wenn wir was verschicken wollen. So, und es gibt jetzt, wenn man sich die Spec anguckt, es gibt jetzt verschiedene Arten, wie man Daten schicken kann. Ich würde sagen, wir fangen mal erstmal mit Text an. Das ist, glaube ich, auch das, was meine Webseite jetzt gerade verschickt. Ja, da steht im Opcode drin. Im Prinzip sagt er, wie man den Kram in der Payload zu interpretieren hat. Da gibt es also insbesondere Text-Frame und Binary-Frame. Ich habe noch nicht ganz genau geschnallt, was ein Continuation-Frame ist. Aber muss ich nochmal unten gucken, ob das einfach dann halt ein Frame, der auf verschiedene Pakete aufgeteilt ist, der dann einfach irgendwo angehängt wird. Habe nicht ganz geschaut. Okay, das ist offensichtlich reserved. Genau, ein Disconnect kann man schicken und dann gibt es noch ein Ping und Pong für ein Keep Alive. Die können wir uns auch kümmern, aber wir fangen jetzt erstmal, denke ich mal, mit Text an, denn das ist das, was wir ohnehin jetzt gerade in meiner Testwebseite verschicken. Gut, also das heißt, wir müssen jetzt einfach die Daten, die wir kriegen, die bekommen wir halt in dieser Methode Handle Frame hier. Ja? In der Methode kriegen wir sobald Daten auftauchen, das Handle Frame wird von der darunter liegenden TCP-IP-Klasse wird das aufgerufen, beziehungsweise
Das wird hier irgendwo aufgerufen. Genau, hier. Das Handle Incoming Data wird aufgerufen von der darunterliegenden Klasse. Das appendet einfach die Daten, die es kriegt, an so einen Received Byte Vektor. Den wollte ich hier auch mal in Uint ändern. Das passt besser zu der Art und Weise, wie die Websockets aufgebaut sind. Die gehen immer von Unsigned-Werten aus. Und die Daten, die ich kriege, ist einfach ein Pointer und die Länge, also das kommt so aus den Sockets raus und die stopfe ich einfach hier rein und da sammelt sich das an, weil es kann natürlich sein, dass eine Message, die ich jetzt von den Websockets bekomme, wiederum fragmentiert ist auf TCP-IP-Ebene. Das heißt, die muss ich eventuell auch zusammenbasteln, je nachdem, auf wie viele IP-Pakete das aufgeteilt wurde. So, und das Handle Frame, das wird dann halt aufgerufen, immer sobald neue Daten da sind und sollte dann sinnvollerweise einen leeren String zurückliefern, wenn es noch nichts Spannendes zu berichten gibt, und sollte den String zurückliefern, den es zu berichten gibt, wenn der vollständig ist. Fragezeile 59. Ja, das da habe ich ja. Achso, du warst wahrscheinlich nicht da letztes Mal. Da habe ich mich auch so darüber amüsiert. Das steht so eins zu eins in der Spec drin. Das ist eine Unique Identifier und ich habe mich darüber schon amüsiert und habe mich gefragt, wie sie den wohl ausgebüffelt haben. Also das heißt, wenn man das Ding hier nachschaut, wo war es jetzt hier, dann findet man das und dann hängt bitte das da an. Was da? Das kommt auch mal noch ein zweites Mal vor irgendwo. Not an example value, bla bla bla, the server would append the string. Also man muss genau diesen Kram da anhängen. Und zwar genau so als Text, also inklusive der Bindestriche dazwischen. Und daran erkennt das System, dass wenn, also ne, der Client, also der Browser, schickt eben eine Message raus und da ist unter anderem ein SEC-WebSocket-Key-Parameter, habe ich das jetzt mal getauft drin. So, und der wiederum, das ist ein Zufallswert, ne, das ist irgendwie eine Zufallszahl, die der Web-Client Basics, die vorencodet und schickt. Die Tatsache, dass er die Basics, die vorencodet, ist völlig scheißegal. Witzigerweise ist es trotzdem so festgelegt, aber es wird nie decoded. Das ist auch so eine lustige Sache. Ja? Würfel eine Zufallszahl aus und Basics, die vorencodet sie. Warum? Naja, egal. Jedenfalls, das wird nie decoded. Ist auch gar nicht vorgesehen. Es ist trotzdem Basics, die vorencodet. So, dann nehmen wir diesen String, das ist bei uns einfach nur ein String, hängen an diesen String hier an. Das Ganze jagen wir durch SHA-1 und hashen das und anschließend encoden wir das als wieder Base64 und schicken es zurück und dann kann der Client halt checken, ist das hat der Server wirklich das getan, was ich erwarten würde. Und die Idee davon ist, wenn wir Cache-Server zu verhindern, dass ein Cache-Server antworten, dass man denkt, das passt. Ja? Nicht Base64 SHA-1. Base64 Encode ist meine eigene Methode, deswegen die heißt halt so. Wo hätte ein Slash 0 nicht gereicht? Ja, also wie gesagt, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, warum man es so machen muss, aber es gibt so einige Dinge an diesem Protokoll, die irgendwie für mich so ein bisschen skurril sind. Ja? Warum man nicht einfach irgendwie das zurückbounce, was gekommen ist, oder hängt eine 1 an, oder was auch immer. Egal, irgendjemand hat sich wahrscheinlich was total Kluges dabei gedacht und hat vergessen, es in die Spec zu schreiben, was denn das Kluge dabei war. Aber so funktioniert es jedenfalls. Und haben wir ja gesehen, also es klappt, wenn ich das Ganze weglasse, dann akzeptiert der Client das nicht. Ja, und das ist im Prinzip, sind einfach nur die Routinen, die wir letztens geschrieben haben. Also das wollte ich eben noch aufmachen. Gucken wir uns das kurz an, dass ihr seht, was ich aus dem Code vom Sonntag noch gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo das gelandet ist. Machen wir die hier alle auf. In irgendeiner dieser Dateien ist gar nicht, ich glaube, ein Server. Genau, das ist HTTP-Request. Das macht nichts anderes als das Tokenize aufrufen. Und das ist übrigens, das können wir hübscher machen. Da habe ich inzwischen so ein Carriage-Return-Line-Feed. Ja, Methode, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass ich das da gar nicht benutze. So, kann man nämlich, ist das ein bisschen ausdrucksstärker. Außerdem ist es nicht mehr systemspezifisch, das wäre auch böse. So, und dann gucke ich halt, was haben wir? Und die erste Zeile nehme ich ein bisschen anders auseinander, weil da steht halt dann sowas wie GET und Target und HTTP-Version drin. Ne, die nehme ich Name, Target und Version und den ganzen Rest, den nehme ich auseinander anhand der Doppelpunkte.
So, in der RFC hängen Sie es als Klartest an. Ich frage nicht nach, ist halt mal so. Die 4, bei denen alle Bits bis auf die letzte Version zufällig ausgehören. Genau, ja. Nein, sonst nichts. Jedenfalls, das pfeifen wir uns dann durch und dann haben wir halt hinterher diese Parameters ist eine Map, ne? Das ist ein assoziatives Array, wo wir dann hinterher fragen können, ob ein Parameter da ist und wenn ja, wie der ist. Und die drei Dinger hier, die können wir direkt checken. Gut. So, also jetzt zurück hier. Also ich checke jetzt nur, ob es ein GET-Request ist. Man kann sicherlich auch noch ein paar andere Sachen checken, aber zumindest laut Zweck muss drin stehen Upgrade WebSocket und Connection Upgrade. Und wenn die drei Dinge zutreffen, dann hole ich mir diesen Key, ob der da ist, ja, baue das ein und schicke das Ganze zurück. Wenn irgendwas davon nicht existiert, dann springen wir direkt raus. Und wenn das hier nicht existiert, dann wird eine ungültige Response generiert. Also dann ist das hier leer, dann hashen wir einen leeren Wert. Das würde also auch zum Abbruch führen. Das ist also auch halbwegs safe. Ich habe noch irgendwo einen Safety-Check eingebaut übrigens. Der war vorher nicht drin hier. Einfach nur damit unser Server sich nicht kaputt machen lässt von außen. Checke ich, dass dieser HTTP-Request, den ich initial kriege, nicht größer als 1 Megabyte ist. Das sollte, glaube ich, ausreichend sein. Also ein HTTP-Request, der größer als 1 Megabyte ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch irgendwie auch nur ansatzweise Sinn macht, sodass man nicht halt irgendwie gigantische Daten schicken kann, die dann hinter den Tokenizer irgendwie aus dem Trab bringen. Ja, ist da noch so ein kleiner Sanity-Check drin, dass da kein Unsinn mit passieren kann. Gut, naja, und dann schicken wir das halt und sagen, Handshake ist complete. Also wir schicken diese Antwort zurück. Und ja, das mit dem Masking Key, wahrscheinlich hast du da genau das, was wir uns auch schon angeschaut haben. Ja, genau, also das das Prinzip ist schon, das Prinzip ist schon klar. Ich denke halt einfach nur, dass es irgendwie ein absoluter Witz ist, jetzt sich ein Protokoll rauszupicken und zu sagen, oh. Wir wollen nicht, dass man da irgendwie Unsinn drüber schicken kann, wenn ich einfach, wenn es 1000 andere Möglichkeiten gibt, an denselben Server ein beliebiges IP-Paket zu schicken. Ja, und ich verstehe auch das Argument, dass man sagt, ja, aber das ist anders als eine Webseite. Und wenn man eine Webseite aufmacht, der ist natürlich ganz anders, ob der Code ausführt. Ja, mag alles sein, aber wie gesagt, ich denke, der Fehler ist auf einer. Also wir fixen einen Fehler, wir versuchen einen Fehler an einer Stelle zu fixen, wo es eigentlich zu spät ist. Ja, aber. Lange Rede, kurzer Sinn, wir implementieren es jetzt einfach so, dass es passt. Können ja eh nichts dran ändern. So. Jedenfalls, wenn dieses Handshake complete auf True gesetzt ist, von da ab wird das eben von diesem Handle Frame übernommen, den wir jetzt heute schreiben wollen. Okay. Gut. Okay, machen wir Handle Frame. Handle Frame macht im Moment nichts anderes als eben das, was bekommen hat, ausgeben. Und das können wir uns mal kurz angucken hier. Ich mache mal, wo habe ich es? Habe ich es wieder zugemacht? Ne, da ist es. Fertig. So, vielleicht sollte ich mal direkt einen Bookmark setzen auf das Bitmap. Wo ist es? Overview da. So, jetzt machen wir mal so kurz so einen Sanity-Check, was wir bisher gekriegt haben, ob das sinnvollerweise passt. Also das heißt, da stand immer 1, ein Haufen 0, dann wieder eine 1. Das bedeutet also, wir haben offenbar nur einen Frame gekriegt, weil das ist immer das Final Fragment. Da das direkt 1 gesetzt war, heißt das, unsere Nachricht war mit diesem einen Fragment zu Ende. Das ist schon mal schön. Dann gibt es ein paar reservierte. Die waren offensichtlich 0. Die müssen auch 0 sein. Super, die interessieren uns auch nicht. Dann kommt der Opcode und der ist scheinbar 1. Also das sind die hier drei. Und Opcode 1 bedeutet Text Message. Das steht hier unten. Ja, Hex 1 bedeutet, es ist ein Textframe. Okay, das macht also auch Sinn. Dann kommt die Mask, also beziehungsweise noch nicht die Mask selbst, sondern nur das Bit, ob eine Mask gesetzt ist oder nicht. Das haben wir hier. Das muss so sein. Also der Client muss mit damit eine 1 antworten, sonst muss man als Server die Verbindung abbrechen, sagt das Protokoll. Und dann jetzt kommt das Skurrile. Die Payload Length, ja, die ist 7 Bit. Das sind also die restlichen 7 Bit von diesem Byte hier. Das ist die Payload Length. Und da ist die Regel, wenn das kleiner als 126 ist, dann darf man diese Zahl benutzen. Also in dem Fall steht da 5. Ja, ne, 1, 2, 4, 4 plus 1 sind 5. Da steht 5, ist auch nicht weiter verwunderlich, denn unsere Webseite schickt ja
Das hat bekanntermaßen 5 Zeichen. Das macht also Sinn. Das ist eine 5. So, jetzt dieser Gag von diesem, habe ich mich eben schon drüber aufgeregt. Ich wiederhole es einfach nochmal, wie es implementiert ist. So, wenn jetzt mein Paket länger ist als eben diese 126 Zeichen, die ich damit repräsentieren kann, dann, Entschuldigung, 125, dann können zwei Sachen passieren. Entweder ich komme wenigstens mit 16-Bit aus, mit einem 16-Bit-Counter, ja, dann schreibe ich hier eine 126 rein, die darf ich aber nicht benutzen, sondern ich muss dann die nächsten 16-Bit, das wären dann die hier, das sind sie jetzt nicht, aber das wären die, muss dann die nächsten 16-Bit interpretieren und die geben dann die wirkliche Länge an. Ja? So, wenn hier aber eine 127 drin steht, dann muss ich glücklicherweise nicht die darauf folgenden, sondern da hat man dann schon gesagt, okay, dann dürfen die jetzt noch benutzt werden. Dann muss man die nächsten 64-Bit benutzen, also 16, 32, also diese hier, die muss man dann benutzen als Länge. Das heißt, die muss ich dann als ein Int auslesen, als ein unsigned Int und der gibt mir dann die Länge. Ja, und die 127, die kann ich dann auch ignorieren. Die sind quasi dann nur ein Fleck, dass ich das dann auszulesen habe. Dann folgt zurück. Ja, dann folgt der Masking Key, wenn denn hier eine Mask drin steht. Ja, da wir jetzt im Moment empfangen, muss da immer eine 1 drin stehen. Das heißt, dann folgt also der Masking Key. Das sind wiederum 32-Bit und mit dem wird die Payload Data geXORed. So einfach ist das so. Ja, und damit wir die wieder zurückkriegen, müssen wir die wieder zurück XOR. Ne? Was XOR? XOR heißt exklusives Oder. Ja, das ist. Ne, oder ist ja wahr, wenn das eine oder das andere oder beides wahr ist. Und XOR ist, wenn das eine oder das andere wahr ist, aber nicht, wenn beide wahr sind. Ne? Das ist der Witz bei XOR, das verwendet man für so ein Masking immer gerne, weil XOR von XOR wieder das Original zurückbringt. Ne? Das würde jetzt zum Beispiel bei Oder nicht passieren. Oder bei End. Ja? XOR, das exklusive Oder, ist da eigentlich sehr praktisch, eben um Text zu verändern und ihn wieder zurückzuholen zu können, ohne einen Verlust zu haben, und zwar mit derselben Operation. Ja. Gut, also das heißt, wir schnappen uns jetzt das Ding, zerlegen das in Bits bzw. Nibbles, also 4-Bit nennt man Nibble und dann wieder ein Bit und dann in 7-Bit und dann in noch was anderes und kreuz und quer. Ja? So wie es halt gerade so kommt. Gut, ich code einfach mal davor. Vielleicht ist es ja noch ganz praktisch zum Debuggen, diesen Output da unten hinterher noch zu haben, dass wir eben sehen, was ankommt. So, das Erste, was sinnvollerweise mal machen ist, wir checken mal, ob unsere Daten eine gewisse Mindestlänge haben. Und die erste Mindestlänge, die man checken kann, ist, gucken wir mal in die Spec, wo ist sie? Da. Also, was mindestens schon mal drinstehen muss, ist der ganze Kram hier. Ja. So, das heißt, ein Paket, was nicht mindestens mal 2 Byte lang ist, ist schon mal Müll. Dann wissen wir, dass der Masking Key auch mit drinstehen muss und der ist auch 32, der ist 32-Bit, das heißt, das sind 4 plus 2. Wir können also sicher gehen, dass das Ganze, ja genau, Bitfields werden wir da sicherlich brauchen. Also wir können sicher gehen, wenn wir nicht mindestens 6 Byte bekommen haben, dann kann das noch nicht gültig sein. Dann haben wir einen Teil, dann ist entweder Schrott gekommen oder wir haben ein partielles Fragment gekriegt. Das heißt, als erstes checken wir einfach mal, ob wir überhaupt genug Daten haben, dass das überhaupt hinkommen kann. Also mit anderen Worten, if Receive Byte Size, wenn die kleiner ist als 6, dann können wir erstmal zurückgehen. Dann haben wir eventuell noch nicht genug Daten empfangen. Ja? Das erkennt das System, indem ich einen leeren String zurückgebe. Ja? So, also das erkennt die darüber mit Methode. Genau, mit XOR kann man echt einen Haufen guter Sachen machen, genau, weil es eben nichts kaputt macht. Das ist, glaube ich, so die häufigste Anwendung. Ansonsten exklusives Oder brauchst du echt selten. Also, braucht man eigentlich echt häufig für die Operation, ehrlich gesagt. Gut, so, jetzt schnappen wir uns eben ein Bitfield. Das hat der gerade schon angedeutet. Die Bitfields sind relativ neu. Ich glaube, C++ 11 oder sogar 17. Gucken wir mal kurz nach. Finde ich total praktisch. Bitfield. Bitset, Entschuldigung. Bitset heißt das. Und es ist super echt. Naja, okay. Bitset von wann ist das? Ich meine, das wäre eine vergleichsweise neue Geschichte. Oder täusche ich mich da? Das gibt es schon ewig und ich bin dem einfach nur nicht wahr. Hier steht nirgendwo dran, wo es her.
wie neu es ist. Ah, sei es drum. Also jedenfalls ein Bitset wandelt mir halt irgendeinen anderen Parameter um in, also irgendeine andere Variable einfach in ein, also so eine Art Array, also eben Bitset, aber das kann ich behandeln wie ein Array von Bool. Das ist ziemlich praktisch. Ja, früher musste man das so, sich so ein bisschen zurückfrickeln mit Unions, aber ich finde das eigentlich ziemlich nett. So, also das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die ersten beiden Bytes auseinander und wir können jetzt bis zum Byte 6 erstmal safe drauf rumwerkeln. Ansonsten würden wir hier unten gar nicht landen. Ne? Also wir machen uns, schnappen uns jetzt ein Bitset. Und zwar wollen wir ein Bitset mit 8 Bit haben. Und wir könnten auch direkt die ersten. Nee, das ist einfacher, weil unsere Datenstruktur ist ja 8 Bit. Und dann nenne ich das jetzt nochmal First Bit. First Byte, Entschuldigung, nicht First Bit. Und das ist dann aus unserer Received Bytes dann einfach der erste Eintrag. So. Ein bisschen Glück funktioniert das auch. Und dann nehme ich da direkt das Second Byte. Keine Sorge, ich schreibe jetzt nicht gleich 100 Byte oder so. Wir brauchen davon, glaube ich, nur sehr wenige. Das sind ja nur die ersten paar, die wir auseinandernehmen. So, okay. So, damit haben wir die ersten beiden Bytes jetzt hier. Und dann, was müssen wir uns von dem ersten angucken? Gehen wir wieder zurück. Also, erstmal sollten wir, also irgendwann werden wir wahrscheinlich dieses Final Fragment irgendwie brauchen. Wie gesagt, ich habe mir den Teil noch nicht durchgelesen, da muss ich gleich nochmal gucken, wie es genau mit der Fragmentierung ist. Das ist auch noch ein separates Kapitel von SPEC. Ich wollte das ja extra nicht so viel machen außerhalb des Streams, damit ihr sozusagen ungefiltert einen kompletten Erkenntnisgewinn hier mitbekommt. Also das brauchen wir sehr wahrscheinlich. Die Reservierten brauchen wir nicht, den Opcode brauchen wir. Ja, das ist schon mal, das heißt, wir brauchen mal das Bit 0 vom First Byte. Ja, und das. Ups. Also holen wir uns jetzt mal const bool das Final Fragment das ist vom First Byte, das ist der erste Eintrag. So. Byte. So. Genau. So, das nächste, was wir brauchen, ist, wenn es jetzt um Bit geht, wir brauchen das Maßbit und das ist das erste Bit vom zweiten Byte. Ne? Also das heißt, ist Maß, nenne ich das jetzt mal. Das ist vom Second Byte das erste. Ja, die brauchen wir. Okay, das ist nur unused, ist klar. Schreibe ich ja gerade noch. Und den Opcode sollten wir auch ausfiltern. Ansonsten können wir nichts machen. Also aufgrund dessen können wir auf jeden Fall schon ein paar Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wenn IsMask nicht gesetzt ist, dann machen wir gar nicht weiter. So, also den Opcode brauchen wir und das ist ein Nibble, aber sowas gibt es nicht. Also nehmen wir halt das Kleinste, was wir so haben, 8-Bit, Opcode. Das schreibt man, glaube ich, so. So, und was ist das jetzt? Naja, das ist halt eben das erste Byte davon die letzten vier, Bits, ne? Also filtern wir die raus. Das heißt, wir sagen Binary 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Okay, ne? Wenn man das ist, falls das jemand nicht kennt, das ist aber zumindest relativ neu, glaube ich. Beziehungsweise ist offensichtlich auch noch falsch. Ach so. Das wird so ein In, sobald ich das aus. Ist aber egal. Genau. So. Das hier ist Binary Representation. Also ich bin nicht so der Fan. So, also ich finde es immer ganz praktisch, wirklich Bitvektoren als Bitvektoren aufzuschreiben. Die meisten würden wahrscheinlich hexadezimal schreiben, aber ich glaube, auch seit 11 gibt es dieses 0b als Präfix und damit kann man einfach direkt Bitmasken so schreiben. Ja, wenn ich das ohne, dann lösche ich halt die obersten 4 Bits und damit habe ich nur die untersten. Gut, theoretisch hätte ich das natürlich auch mit denen hier machen können. Ne? Also ich hätte auch die beiden rausfinden können, aber ich finde diese Bitset ganz sexy. So, jetzt machen wir erstmal ein paar Checks, denke ich mal. Also wenn das Ganze nicht masked ist, dann müssen wir terminieren, so sagt die Spec. Das heißt, wir geben erstmal was zurück, damit das Ganze glücklich ist und wir terminieren die Verbindung. Close, glaube ich. Das ist nicht ganz so richtig.
keinen Fall. Connection Socket Close, nicht? Nein, nicht Socket Close. Was denn da? Wie macht der da? Das müsste so gehen, oder? Offenbar nicht November. Achso, okay. Ich dachte, ich hätte das alles mal auf Großschrift umgehen. Auf Kleinschrift umgefummelt. Offenbar den Teil noch nicht. Gut. Ein Druck, bis jetzt definiert, zurückzukasten, wäre dann gleich schöner definiert. Im Prinzip kann man das machen. Der Haken ist halt, da wir eben verschiedene Größen nicht kennen, ja, also zum Beispiel, du weißt halt ja nicht aufgrund dieser tollen Payload-Length-Definition und aufgrund der Tatsache, dass es theoretisch auch nicht maskiert sein kann, müsstest du dann verschiedene machen. Also müsstest du das dir erstmal schnappen, ja. Mit dem Teil würde das noch gerade so gehen, weil der Teil wohl definiert, weil der immer konstant in der Länge ist. Aber danach bricht das Ganze zusammen. Also hier musst du sowieso branchen und sagen, okay, wenn das so ist, dann hol dir die Bits. Und wenn das so ist, dann hol dir die Bits. Und wenn das so ist, dann nimmst du nur die Bits. Das heißt, für den Teil hier könnte man es theoretisch machen. Ja, aber ich denke, dass das hier halt eben ziemlich aussagekräftig ist, wenn man halt... Das Ganze kann ich natürlich brutal kürzen. Also das sind tonnenweise Variablen, die der Compiler abräumen wird. Aber ich finde, so kann man es ganz gut lesen, was passiert. So, also wenn das Ganze nicht gemaskt ist, dann brechen wir ab und im Moment können wir erstmal nur, wenn wir erstmal nur Text machen, dann können wir nur mit dem Opcode 1 was anfangen. Ich glaube, das war 1, ne? Genau, Text und Binary müssen wir uns später noch kümmern. Also if Opcode ungleich 1, dann schmeißen wir erstmal eine Exception. Ist das gut, wenn wir eine Exception machen? Naja. Ich gebe mal erstmal was aus, damit nicht gleich der Server crasht direkt. Also wenn ich jetzt ein falsches Paket schicke, wäre es vielleicht gut, wenn ich immer den Server direkt abbrauchen würde, wenn die Exception nicht anfangen. Deswegen gebe ich lieber einfach nur eine Fehlermeldung aus und mache den Socket noch zu, weil wir damit halt im Moment nichts anfangen können. So, okay, also das ist noch ein To-Do für später. Implement. Ich denke, das ist auch, also zumindest was den Binary Opcode anbelangt, ist, glaube ich, der Unterschied auch relativ simpel. Wir müssen halt nur hinterher keinen String zurückgeben. Muss man sich nur überlegen, wie man das in den Rest vom Framework einbaut, weil das Framework immer davon ausgeht, dass wir einen String zurückschicken. Ich meine, im Zweifelsfall müssen wir hier eine andere Datenstruktur zurückgeben. Mal gucken. Die anderen Opcodes sind vermutlich auch einfach, also auf einen Ping und Pong zu schicken und einen schließenden Opcode zu empfangen, wird auch einfach sein. So, also haken wir das erstmal ab. Das heißt, hier unten können wir jetzt davon ausgehen, dass unser Opcode 1 ist, dass das Ganze maskiert ist. Mit dem Final Fragment, das wissen wir auch noch nicht genau, weil ich es eben noch nicht gelesen habe. Keine Ahnung, wie man damit umgehen muss, aber da werden wir schon hinbekommen. So, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt müssen wir uns um diesen Size-Mister kümmern. Ja? Also, so, und da wir jetzt nicht so genau wissen, wie lang das ist, und das wirkt sich natürlich auf alle späteren Sachen aus, denke ich mal. Ne? Also wenn das halt kurz ist, dann machen wir hier weiter und wenn das länger ist, machen wir hier weiter. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie so eine Variable festlegen, wo wir für den ganzen Rest, also den Masking Key, die Payload Data sagen, wo starten wir denn eigentlich? Ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal wir fangen halt, wo sind wir gerade in unserem Stream? Und wir sind im Moment bei Byte 2. Ne? Also um mitzuhalten, die ersten beiden haben wir jetzt gepasst, wir fangen jetzt hier an. So, passt, richtig. So, und dann irgendwann haben wir hoffentlich mal eine Length. Und die kann bis zu 64 Bit groß werden. Also, das nennen wir jetzt mal Payload Length. So, und ja, momentan haben wir noch keine Ahnung, was wir machen sollen. Beziehungsweise wir können einfach auf jeden Fall schon mal das dritte Byte auslesen. Also das ist okay. Ja, also das wissen wir, das ist auf jeden Fall präsent und davon aber, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, davon nur die letzten 7 Bits, weil das erste von den Bits ja schon für das Maskbit benutzt ist. Also wir haben nur noch 7 Stück davon. So, und jetzt könnte es sein, dass das schon gültig ist, außer da steht eine 26 drin. Woher weiß ich das? Das habe ich schon vorher weggelesen. Das steht nämlich hier unten. So,
Die ist nämlich entweder 7 plus 16 Bits, wobei das sind nur 16 Bit, die 7 Bit, die, also das ist 7 plus 16 Bit lang, aber ich habe nur 16 Bit zur Verfügung, die ich benutzen kann, oder 7 plus 6 Bit. So, hier da steht: The length of payload data in bytes. Wenn es zwischen 0 und bis 125 ist, coolerweise kann man eine Payload von Size 0 schicken. Vermutlich macht das bei diesen Opcodes Sinn, wie Pong und sowas. Da macht das vermutlich Sinn, dass man keine Daten schickt. So, wenn wir aber 126 haben, dann ignorieren wir die 126 und holen uns die nächsten zwei Bytes, und die interpretieren wir als einen 16-Bit-Unsigned-Integer, und das ist dann unsere Payload-Length. Okay, dann geht es weiter, wenn es 127 ist. Machen wir erstmal 126. Also das heißt, wenn das 126 ist, dann ist das, was wir da oben rausbekommen haben, nicht korrekt, und das ist auch nicht so. Dann müssen wir uns nämlich die nächsten beiden Bytes angucken. So, das heißt, wir nehmen uns jetzt, die Payload-Length ist jetzt das nächste Byte, ja, das hier, plus das darauf folgende Byte, ja, und da muss ich natürlich die noch richtig zusammenschiffen. Ja. So, das heißt, das Ding hier muss ich noch mit 256 Mal nehmen, oder ich muss es einfach um 8 Stellen shiften. Ich mache es mal so, das sieht irgendwie netter aus. So, und wenn ich mich hier recht erinnere, hat das Ding eine super schwache Bindung. Also das heißt, das bindet sehr schwacher als das Plus. Das muss man erstmal klammern. Und hier jammert er jetzt, dass das dazu führt, dass ich hier das Ganze caste. Also casten ist erstmal hoch. Wir wollen ja, dass hinterher ein 184 Bit rauskommt. Soll nicht overflowen. Das heißt, wir nehmen hier unseren 8-Bit-Wert, casten erstmal hoch auf den 64-Bit, da wollen wir hin. So, dann kann bei der Addition nichts schief gehen. Okay, gut. So, jetzt haben wir unsere. Und das ist auch richtig, das sind die Least und das sind die Most und Least Significant Bit, bis auf die Tatsache, dass das fehlen gehört. So, und wir müssen Next Byte um 2 vergrößern. Ja, genau, stimmt, hast du gesehen, habe ich auch gerade korrigiert. Okay, das war Fall 1. Der ist hoffentlich jetzt richtig, ne? Next Byte heißt, es geht dann 2 Bytes weiter. So, jetzt könnte aber auch eventuell da eine 127 drin stehen. In dem Fall müssen wir uns jetzt dann macht man natürlich nicht 32 Bit, sondern dann haut man direkt auf die Kacke, also so nach der Devise, also wenn es schon so lang ist, dann aber richtig lang. Also sagt man direkt 64 Bit. Das wiederum ist ja der Mega-Overkill, oder? Also zum Thema Datensparsamkeit, wann schicke ich ein Paket über eine Webseite wohlgemerkt, wo 32 Bit für die Länge eines einzelnen Fragments nicht ausreichen. Na, also ich meine, wir dämmeln da mal eben kurz 4 GB an Daten rüber. In einem einzigen TCP, also nicht in einem TCP-IP-Paket, aber in einem Rutsch. Ja, da hat man sich dann gedacht, okay, nur wenn du richtig viel Daten schicken willst, dann schickst du wahrscheinlich mehr als 4 GB auf einmal. Ja, genau, also um, naja, egal. Also dann wollen wir direkt 64-Bit-Daten schicken. Okay. Also dann, wie gesagt, richtig auf die Kacke hauen. Dann müssen wir also uns. Ja, also ich seh das grundsätzliche Argument ja ein. Ne? So, ja, okay, da machen wir es halt direkt ganz dick. Nur wenn man das schon vorsieht, warum man dann vorher die paar Bits sparen will, was soll's. Gut, also gut, was wir jedenfalls dann machen, dann pfeifen wir uns halt einen Haufen mehr rein. Nämlich, lass mal nachdenken, dann holen wir uns 2 Byte, 8 Byte, ne, oder? Ich würde nachdenken. 4, 8, ja, genau, 8 Byte. Ich sehe, kann heute schon zeichnen. Okay, ja, das kann man natürlich machen. Will man das machen? Ich weiß es nicht so genau. So. Okay, gut. Also, dann müssen wir jetzt ein bisschen hier Magic machen. Das heißt, das sind jetzt so die Momente, wo ich dann garantierten Tippfehler gleich drin haben werde. Also wir nehmen dann das, also das ist 1, 2, 4. Macht der sowieso gleich kaputt, der dämliche Editor. Und dann nochmal ein paar davon. So, dann haben wir jetzt 8 Byte. Beim letzten wissen wir, da müssen wir nichts shiften. Das können wir einfach so. Jetzt mal die Klammer weg. Schmeiß wir ein. So. Gut, und jetzt geht los. Das ist 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. So, und das müssen wir jetzt shiften. 0, 8, 16, 24. Soll ich ihn bitte vielleicht. Der Kommentar ist okay. Will ich, ich kann auch ein Oder verwenden. Ich überlege jetzt gerade, ob mir das viel bringt an. Also bringt mir das jetzt was in der. Das könnte tatsächlich schneller sein, ja. Jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. 16, 24, hier keine Scheiße bauen. 32, 40, 48 und 54, 54 plus noch um 8. Ne, das ist nicht richtig. 56. 56 plus noch um 8 wären 64, das passt, ja. Im Prinzip könnte ich auch odern, da ich die alle vorher hochgecastet habe, kommt das auch selber raus, ja, von mir aus. Ja, kann man gerne machen. So, okay. Beginnt bei 0, wieder 18, 446, 744, 0, 7, 9. Was genau? Ach so, das ist die größtmögliche, das ist die größtmögliche Zahl, die man 64 Bit repräsentieren kann. Meinst du das? Scheint mir, ich überlege gerade, macht das Sinn? Also zumindest ist es mal ungerade, das ist schon mal nicht schlecht. Ansonsten sieht es mir ein bisschen klein aus. Aber egal. So, jedenfalls ist das unser Payload Length und mit ein bisschen Glück kompiliert das Ganze noch. Mal schauen, ob wir schon. Oh, kein Syntaxfehler. Egal. Ihr habt gut aufgepasst. Also man kann jedenfalls vergleichsweise viel Daten auf einmal verschicken. So, also jetzt an der Stelle haben wir jetzt herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt unsere hoffentlich korrekte Payload berechnet und unsere Daten gehen bei Next Byte weiter. So, jetzt können wir, glaube ich, zum ersten Mal checken, ob unser Paket eigentlich komplett ist, weil das Blöde an TCP/IP ist ja, das kann natürlich Daten, die geschickt werden, beliebig fragmentieren. Das heißt, also auch jenseits dieses Headers, unabhängig davon, ob Final Fragment gesetzt ist oder was, könnte es sein, dass wir unvollständige Daten bekommen haben. Das heißt, an der Stelle müssen wir jetzt gucken, ist eigentlich das, was wir bekommen haben, vollständig? Das können wir jetzt aber machen, indem wir checken, ob unser ob unsere Received Byte Size, ja, also ich will die jetzt im Ganzen verarbeiten. Man könnte auch versuchen, die partiell zu verarbeiten, aber ich will es jetzt mal machen, ob die Received Byte Size, man könnte theoretisch auch Gleichheit checken, aber das kann auch wieder in die Hose gehen. TCP/IP ist ein wunderschönes Protokoll. Das könnte auch wieder in die Hose gehen, weil jetzt könnte schon das nächste Paket im Buffer gelandet sein. Ja? Also das heißt, wir können hier an der Stelle nur gucken, haben wir genug Daten bekommen? Ja? Was stimmt? Okay, ja, kann sein, dass es korrekt ist. Ich habe jetzt zwar auch 64, aber auch im Kopf. So, das heißt, wir gucken jetzt, ob unsere Received Bytes, ob die sind Next Byte, also da sind wir jetzt gerade, plus 4. Wieso will ich jetzt 4 dazu addieren? Weil ich schon mitgedacht habe, als nächstes muss ja der Masking Key kommen. Theoretisch könnten wir auch sagen plus 0, wenn der Masking Key nicht gesetzt ist. Also wir könnten, aber da der gesetzt sein muss, kann man das auch direkt auch annehmen. Plus die Payload Length. Ja. So, wenn unser Krempel jetzt, den wir bekommen haben, wenn der kleiner ist, dann sind wir noch nicht fertig. Dann müssen wir noch warten auf weitere Daten an das Paket. Was ja durchaus sein kann, wenn man bedenkt, dass man hier offenbar, weiß der Teufel, irgendwas mit einer 18 und ziemlich vielen Nullen an Daten in ein Paket reindämmen kann. Also in ein so ein Frame reindämmen kann. Das kann also durchaus sein, dass das eine ganze Zeit lang schief geht. Von mir aus auch ein paar Jahrzehnte bei der, na, wahrscheinlich eher Jahrtausende oder Jahr Millionen bei so einer Zahl, bis das über eine normale TCP/IP-Verbindung geschickt ist. Gut, also dann liefern wir einfach einen leeren String zurück. Das signalisiert, wie gesagt, den darüber liegenden Code. Okay, ja, warten wir noch, bis mehr kommt. So, was machen wir jetzt? Jetzt schnappen wir uns die Mask. Ja? Die Mask sind einfach die nächsten 32 Bit, ja, das ist dann halt wieder so eine Zusammenbastelei aus Bytes, wobei
Bei, das gar nicht geschickt ist, die jetzt in 1,32 Bit zusammen ist, glaube ich, jetzt geschickter, weil hinterher müssen wir das ja bitweise xoren und niemand sagt ja, dass unser Payload ein Vielfaches von 32 ist, wenn wir das nicht petten wollen. Lassen wir das ruhig als 4 mal 8 Bit. So, das heißt, wir bauen uns jetzt einfach ein Array. Array. Wo Illuins 8 drin stehen. Das wird dann unsere Mask. Zwar der Länge 4, also 4 Bytes, ne? Nehmen wir einfach Mask sinnvollerweise. So. Und was ist das? Naja, das sind jetzt halt eben die nächsten 4 Einträge von Received Bytes, ne? Das heißt, das ist Receive Bytes from Next Byte. Und noch, ah, nicht plus, Entschuldigung, wir wollen ja. Next Byte, hier ein Umbruch rein. Finde ich das gut, wie der das einrücken will? So, jetzt mal was so. Ja, ah, keine Sorge, ich mache da gleich noch plus 1, plus 2 hinter. So, also, was damit es hübsch aussieht, plus 0. 1, 2, 3. So, also das sind jetzt dann eben unsere nächsten 4 Bytes. Da ist irgendwas nicht okay. Ach, okay. Das ist der Standardfehler. Ist auch so ein geiler Fehler. Instantiation of unknown template. Mit anderen Worten, das Array noch nicht inkludiert. So, gut. Die ist unused, klar. So, und jetzt liefern wir einfach, jetzt müssen wir das anmasken, was der ganze Rest denn noch kommt. Und dazu denke ich mal, macht wahrscheinlich Sinn, das in eine Funktion auszulagern, irgendwie so unmask oder mask, unmask, wie auch immer. So, was wir machen, erstmal next byte plus gleich 4, damit das immer noch aktuell ist. So, das heißt, was machen wir jetzt? Wir nehmen uns jetzt die Receive Bytes, das ist ein Klassenmember, den brauchen wir nicht übergeben. Wir so fangen jetzt an bei Next Byte in dem Datenstrom. Ja. Wir wollen Payload Length viele Bytes beackern und wir wollen die mit der Mask beackern. Das Ergebnis davon ist irgendwas damn nice Underflow in 108. Wahrscheinlich war es eben 108. Also wo kam ich in Underflow? Hier? Oder was? Kommt darauf an, was jetzt noch kommt. Okay. Gut. Also was jetzt noch kommt, ist, dass ich das Ergebnis zurückliefern würde. Zumindest mit dem OOB Read. Read. Was? Genau. Ich check's im Moment noch nicht so ganz. Also, wo können wir? Ich will immer wissen, was nicht gehen kann. Wo kann noch was passieren? Fehler, dann ist 2 hoch. Ach so, hier kann ich ein, das heißt, das kann theoretisch, ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob man da irgendwas gegen machen könnte. Also, ich überlege erstmal, ist das für uns ein Problem, wenn wir das checken? Lass mal nachdenken. Okay, dann kann natürlich könnte unsere Daten wesentlich kleiner sein als das, was wir erwarten, ne? Also 2 könnte nicht sein. Also wir wissen ja, eine gute Frage, ne? Also wir wissen ja, dass die Daten mindestens mal 6 groß sind, ne? Sonst wären wir da oben schon rausgeflogen. So, das heißt, wir wissen, das Next Byte ist schon größer als 6. Das heißt, ja, es könnte sein, dass an der Stelle das Ganze uns um die Ohren fliegt. Das heißt, wir müssen hier noch checken, ob, um sicher zu gehen, ob Payload Length kleiner ist als, das wird jetzt ein lustiger Check, um,
So, das ist aber, das wäre allerdings ein Fehler, bei dem wir nicht weitermachen, sondern das Einheit, bei dem wir abbrechen. Also stimmt, die Payload-Length darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Also sonst können wir die ja da drin gar nicht speichern. Nicht, dass das irgendwie in der Praxis relevant wäre, aber in der Tat wäre es ein Angriffsvektor. So, also erstmal, was machen wir? Wenn die Payload-Length eine bestimmte Größe überschreitet, dann brechen wir die Verbindung ab und sagen, mit dir reden wir nicht mehr und gehen zurück. So, die muss also kleiner sein als. So dass das ganze etwas hier noch, also dass das ganze etwas hier noch kleiner ist als Size T. Ja, denn wir könnten ja theoretisch auf ein 32-Bit-System sein, womit dann unser String hier, unser Array hier, wie heißt das, womit unser Array hier platzt. Ne? Ja, damit brechen wir die Spec. Bewusst. Also wenn jemand auf die Idee kommt und will uns, wie viel sind es? 18 Milliarden Exabytes schicken auf einmal, dann. Nee, das Problem ist, das Problem, also das ist natürlich schon böse, aber das Problem ist, dass uns das Ding hier sowieso überlaufen wird. Ja? Das heißt, wir müssen ohnehin sicherstellen, dass wir die Daten speichern können. Also selbst wenn wir hier keinen Underflow produzieren, wir müssen sicherstellen, dass das hier. Kleiner ist als Standard Numeric Limits von Size T. Weiß der Teufel, was das ist, das wissen wir nicht. Ne? Das hängt davon ab, was wir kompilieren. So, also das ist jetzt erstmal unser Maximum, was wir überhaupt hier unterbringen können. So, und das Ganze sogar wird noch kleiner. Also das wird sicherlich das wird noch um diese Werte hier kleiner. Ja? So. Also das ist das Maximum, was wir an Payload überhaupt speichern können. Wenn die Payload-Length größer ist als das und geht gleich noch gut, mal kurz nachdenken. Und hier habe ich Max vergessen. Kurz nachdenken. Wenn das gleich groß wäre, dann wäre das hier genau. Ja, das wird noch gut gehen. So, was haben wir da? Ich muss mal gerade irgendwas akzeptieren. Behindert. So, also in dem Fall, dass unsere Payload längst größer ist als das, was wir momentan auf unserem aktuellen System in einem Standard-Vektor speichern können, dann haben wir sowieso keinen Bock. So, dann sagen wir Pech. Ja, also, kannst deine Milliarden von Exabytes irgendwo anders da. Guter Punkt. Also ansonsten würden wir an der Stelle riskieren, das war platt. Na, gut gesehen. Okay, also jetzt, was wollen wir jetzt machen? Jetzt sind wir jedenfalls sicher, dass das hier alles gut geht. Unser Next Byte ist das, wo wir weitermachen müssen. Payload Length ist das, worum wir uns kümmern müssen. Unsere Mask mitnehmen, was wir beackern müssen. So, und da kommt jetzt irgendwas raus, was die dekodierten Bytes sind. Die sieht irgendwie komisch aus. Decoded passt, ja, also das Ergebnis. Und was machen wir mit diesen dekodierten Bytes? Die wollen wir hinterher noch in String umwandeln. Zumindest für den Fall, dass der Opcode ein String ist. Das heißt, das ist dann ein Const. Du kannst einfach reinschreiben, dass du so viel sendest. Was ich immer mache, ist, dass ich erstmal so viel Bytes vom Stream lese, wie man braucht. Ah, genau. Ja, im Prinzip lese ich, genau. Also, was ich natürlich tue, ist, ich parse denselben Datenstrom immer und immer wieder jetzt in dem Fall hier. Ne? Also, wenn das jetzt ein Riesenblock ist, dann parse ich den heller zigmal, bis ich dann irgendwann glücklich bin. Man könnte natürlich theoretisch das Parsen auf Seite legen und weiter warten, aber dann braucht man so viele States. Insofern finde ich es jetzt so ein bisschen praktischer. So, also jedenfalls das, was davon zurückkommt, ist erstmal wieder ein Vektor. Muss ich jetzt wirklich tippen? Ich fürchte schon. Vektor uint 8 underscore t und da ist jetzt irgendwie genau das ist noch richtig. So, und entweder wir liefern das direkt zurück für den Fall, dass das eine Binary Payload ist und wenn es ein String ist, dann müssen wir noch umwandeln. Ja,
Und wird das Inline auf den Received Bytes machen, braucht man nicht im Mask-Format Inline. Inline, habe ich irgendwas verpasst? Ach so, okay, dann brauche ich keinen zweiten Buffer. Kann mir dann irgendwas kaputt gehen? Naja, das stimmt, ist ein gutes Argument. Das ist beim String gerade noch okay. Wenn das jetzt allerdings Binary Data ist, hilft es mir nichts, weil ich muss sowieso eine Kopie anlegen, die ich dann zurückgebe. Also ich will ja natürlich nicht den internen Buffer aus meiner Klasse, in der ich munter asynchron weiter Bytes reindämme. Den will ich ja nicht hinterher rausrücken. Also früher oder später muss ich es, also zumindest bei Binary Data muss ich es ohnehin kopieren. Insofern spielt es jetzt auch keine Rolle. Aber ansonsten könnte man es natürlich inline XOR, das stimmt. Außer, wie gesagt, ich gebe es zurück. Nicht vergessen, das Ganze läuft ja asynchron. Ja? Also, was brauchen wir jetzt? Machen wir es erstmal so. Wir haben unser Unmask, das liefert. So, ich nehme einfach mal die ganze Zeile hier. Ich versuche die ganze Zeile zu nehmen. Mit Inline meinst du in place. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was meint der mit Inline? In place meinst du. Aber ist okay, habe ich schon verstanden. So, das kann sein, ist egal. Ist sowieso wurscht. So, unmask und das sind alles Size-Ts. Size-T, Size-T und das ist unser Mask. Was war das noch gleich? Das war eben so ein Array. Nee, das da nicht, das da. Nee, da ist er. Nein, da sind wir noch nicht. Wo waren wir denn? Da. Okay, so. Und jetzt, wie gesagt, legen wir eine Kopie an. Ja, kann teuer sein bei riesig großen Blöcken, aber ich denke, wir kommen da nicht drum rum. Früher oder später müssen wir das Ding platzieren. So, was machen wir? Wir laufen jetzt von vorne bis hinten über das. Über die Receive Bytes drüber und XORen die mit der Mask. Also das heißt, wir gehen vor Size TI gleich 0, i kleiner als nee, Moment, nicht 0, sondern bei Next Byte fangen wir an. Und dann gucke ich gleich noch, ob das irgendwie mit In Place hübscher wird. So, Payload Length plus plus i. Und dann machen wir, was ich jetzt vorhatte, war Result von. Achso, das müsste ich erstmal resizen. Okay, was? Result. Payload Length. Result. Size t j ist 0. Und jetzt schreiben wir das da rein. Und zwar das von i von Received Bytes. Ob das Sinn macht. I XOR, wo ist es da? Da. Mit der Mask von J Modulo 4. Dann gehen wir das zurück. Payload Length plus Next Byte, gutes Argument. Ja, danke, ist völlig richtig. Was mache ich jetzt, wenn Payload Length gleich 0 ist? Dann passiert nichts Schlimmes. Dann wird hier ein leerer Vektor generiert. Da geht ja nichts kaputt, ne? Also theoretisch können wir da früher schon bailen, aber da geht ja der Code nicht kaputt. Nicht plus Bytes. Plus Bytes, plus Bytes. Plus, ne? Also wenn jetzt Payload Length 0 wäre, dann ist der Loop hier leer. Oder mal kurz überlegen, da geht er von Next Byte, kleines Next Byte, genau, der Loop ist leer. Und damit habe ich hier schon einen leeren Vektor generiert, das ist völlig gültig, das ist gültiger Code. Und ich gebe einen leeren Vektor zurück und damit gebe ich hinterher einen leeren String zurück. Also in dem Fall muss ich nie extra abfangen. Den sollten wir vorher mal abfangen, dass die Payload Length leer ist.
Das wird sowieso passieren, denke ich mal, wenn wir die anderen Opcodes behandeln, oder? Also ich sehe, und ich sehe zumindest jetzt im Moment kein Problem dabei. Das muss man auf jeden Fall machen. Ja, also das war schon richtig. Da habe ich einen Fehler drin gehabt. Ansonsten, ohne plus Nextbyte sehe ich auch so. Man möchte ja nur über den Payload XON, oder? No, ich fange mein Nextbyte an. Also die ersten Sachen, die skippe ich. Ja. So, und jetzt noch die Frage, also wenn ich es jetzt in place machen wollte, dann müsste ich einfach das hier machen. Ne? Dann wäre der ganze Kram in place. Da ich das unmask nur aufrufe, wenn ich weiß, dass mein Paket schon komplett ist, mache ich das nur einmal. Das wäre im Prinzip auch okay. Wir können ja auch mal, wir können von mir aus auch das ausprobieren. Schauen wir mal, wozu das führt. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen früher oder später eine Kopie anlegen. Aber wir können es erstmal so lassen. So. Und das ist ein sehr guter Punkt, ja. Mach es mal in einer separaten Zeile. Genau. Warum RJ als Zähler nutzt und Zugriff auf Visible? Weil das kannst du im Prinzip auch machen. Also ich könnte an der Stelle auch das Ganze hochzählen. Theoretisch wäre das etwas teurer, ne, weil ich dann jedes Mal eine Addition mitmachen müsste. Also ich habe im Allgemeinen lieber einen Zähler, der das andere zählt und einen anderen. Dafür brauche ich nur eine Variable. Ja, okay, ich meine, mir ist egal, wenn ich das irgendwie glücklicher mache, dann mache ich es auch gerne so. Also es kommt in der Tat auch selber raus. Dann muss ich allerdings, wenn ich das machen, wenn ich das in place machen will, dann natürlich da auch so machen. So, gucken, ob wir jetzt überall alles erreichen. So, okay. Okay, ich habe immer lieber eine Quelle, ein Ziel. Aber gut, so habe ich halt zwei Additionen mehr, die ich mir einfange. Ich könnte das theoretisch einmal in eine Addition reduzieren, indem ich wieder eine Zwischenvariable einfüge, aber ich dasselbe wie vorher. Gut, also jedenfalls so machen wir es in place. Gut, dann gucken wir mal, wozu das führt. Das führt dazu, dass ja, also das im String-File kann ich damit arbeiten. Gut, also dann haben wir den Aufruf einfach nur hier. Gut, jetzt müssen wir noch das eben in String umwandeln. Den Teil, den wir, also für den Fall, dass wir einen Opcode von 2, Opcode von 1 oben hatten, davon gehen wir ja im Moment aus, dann müssen wir das, was da rauskommt, noch in String umwandeln. Also spätestens da müssen wir eine Kopie anlegen. Die wollen wir zurückgeben. Result. Result. Und das ist einfach, das ist ja freundlicherweise ein Unit, das heißt, das können wir mehr oder weniger direkt gebrauchen. Das heißt, das ist received bytes Punkt Begin. Jetzt mal ein bisschen aufpassen. Begin plus next byte, ne? Bis received bytes Punkt Begin plus next byte plus Payload. So, das ist Anfang und Ende und damit müsste dann String raus werden. Ink ist schneller als Add. Da müssen wir mehrere Summanden registrieren. Ja. Stimmt. So, okay, jetzt haben wir das in Result und jetzt können wir das zurückliefern und wir müssen natürlich jetzt unseren Datenstrom noch aufräumen und den kann man nicht einfach clearen, weil es könnte ja schon Kram vom nächsten Paket da drin stehen. Also wir müssen jetzt Receive Byte. Das ist natürlich ein relativ teurer Call, aber machen wir es einfach mal. So, und zwar müssen wir clearen von Anfang bis Ende. Das, was wir gebraucht haben. Also Receive Byte Erase bis da. Und damit wird der Code dann immer gebraucht. Ich überlege gerade. Okay, nee, das brauchen wir bloß nicht machen. So, das kann ich weg. So, und da gibt es jetzt ein bisschen, knallt jetzt ein paar. Mal gucken, was war. Das müssen wir in einen Longcasten. Das ist die Datenstruktur, die ich da gerne hätte. So. Jetzt gucken wir mal, habt ihr einen Fehler gesehen, den ich gemacht habe?
Und das ist auch ein Loch. Und dann, falls wir einen anderen Opcode haben, müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen, sodass wir das zurückgegeben kriegen. Also vielleicht müssen wir dann hier ein Pair zurückliefern. Das ist nur, so das Final Fragment benutzen wir im Moment noch nicht. Sei es drum, benutzen wir es halt nicht. Noch nicht. Gleich mal gucken. So, mal bin ich gespannt. Moment, sehen wir irgendwie, was passiert. Das sollen wir vielleicht noch machen. Oh ja, da gibt freundlicherweise die Message aus, die angekommen. Gut. Also, jetzt laden wir die Webseite nochmal. Connection open. Und wir sehen sie nicht. Okay, gut, das ist nicht gut. Gucken wir mal. Breakpoint. So, was kommt hier an? Hier kommt bisher an. Payload Length 42, das ist schon mal etwas zu viel. Obwohl 42 natürlich eine coole Zahl ist. Was haben wir vorne? Final Fragment ist true, das macht Sinn. Mask ist auch true, das macht Sinn. Opcode 01 macht Sinn. Payload Length scheint kaputt gegangen zu sein. Received Bytes. Das ist ein Miss irgendwo. Da, Received Bytes. Okay, ja, können wir machen, wenn wir mal durch sind. So, mal gucken, was ist, wo knallt es da? Setzen wir mal hier einen Breakpoint rein. Warum kriegt das? Es wird sich das ausgerechnet 42 rauskommen. Achso, Webseite neu laden, wo habe ich die jetzt offen? So, Payload Length ist 8. Das ist schon mal nicht okay. Da hätte ich jetzt eine 5 erwartet. Was habe ich jetzt dann? Wieso kommt da 8 raus? Irgendwie kann ich nur sagen, US Bytes Hex. Okay, nehmen wir eine Sekunde. Binary wollen wir haben. Okay, das ist definitiv eine 8, das ist richtig. Habe ich jetzt den falschen am Wickel? Mal kurz gucken. Mit dem Speck reinschauen. Oh klar, das ist ja. Sekunde zurück, das ist schon eins zu weit. Das ist eins. Oh, ist nicht wahr, oder? Da ist natürlich jetzt alles daneben. Oh mein. Ah. Also sei es drum. 2. 3. Das stimmt aber. Das stimmt auch. Also. 2, 3. 4, 6. 8. 3. 3. 5. 7. 9. So. Neuer Versuch. Fünf, viel besser. Das geht alles raus. Das geht gut. Das geht auch gut. Okay, ja, boah, wird wohl stimmen. Guck mal, steht ein String drin. Hallo! Was das drinstehen soll. Und jetzt gucken wir, ob wir hier nichts kaputt machen in unserem Speicher. Zumindest ist er nicht direkt geknallt, das ist ein gutes Zeichen. Hallo, 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 hallo. Ja, und jetzt, wenn wir jetzt das hier offen halten, dann kommen da noch mehr Hallos. Alle 2 Sekunden eins. Schätze mal.
Ja. Gut, das bedeutet, erstmal, damit das Ganze irgendwie hübscher aussieht, machen wir hier mal ein Entlang. Gut, also wir können jetzt erfolgreich, dann irgendwie das Flush funktioniert auch nicht so richtig gut im Xcode. Warum haben wir auch noch nie verstanden. Also beim Endline Flush aber auf jeden Fall. So, also jetzt kommen die ganzen Hallos an. Und jetzt testen wir mal, ob wir den 64-Bit brauchen. Nee, so lang Frame verschicken wir jetzt nicht. Wir könnten mal was. Wir können auf jeden Fall mal was schicken, was mehr als 128 Zeichen hat. Das ist 126 Zeichen. Das ist jetzt mal ein Test, den wir, glaube ich, mal auf die Schnelle machen können. Das heißt, da gehen wir auf die Webseite. So, das sind offenkundig 10 Zeichen. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. 200. Habe ich es gespeichert. Machen wir hier noch was, damit wir es leichter erkennen können. 201. Neu laden. Und der war aus. Neu laden. Oh, da sind wir direkt ausgestiegen. Das ist interessant. Connection open, Connection close. War es noch nicht richtig. Okay, machen wir direkt wieder zu. Warum machen wir das? Gott, ich hätte auch weiterlaufen lassen können. So. Das gehen wir schon vorher zu. Connection open. So. Awkward 1. Mask is false. Okay, ja, danke. Ja, so, Baum. Das ist ja interessant. Haben wir den noch irgendwo? Ja, nochmal kurz woanders. Den Code möchte ich jetzt nochmal wieder haben. Weil er hat es jetzt nicht mehr maskiert und dann rejecten wir den Frame, was auch richtig ist. Aber warum? Ja, gucken wir uns mal kurz an, wie der eigentlich aussah. Den wir da gekriegt haben. So. Okay, so sah der das Ganze aus. Das heißt, das First Byte war. Na, wenn sie ja, ab, genau. Gut, also jetzt mal zurück. Das erste Byte ist, zeigt es mir mal als nochmal als Binary. Okay, das ist 101. Okay, das heißt, nochmal kurz zurück in die Spec gucken. Das bedeutet, Mask war, wir haben Opcode 1 und wir haben Final Frame. Okay, super, das ist in Ordnung. Das zweite Byte fängt mit einer 1 an, ist also auch maskiert, ist also in Ordnung eigentlich. Ups. Und was ist los? Achso, ich war schon da unten. Mal neu starten. Neuer Versuch. Also nochmal neu. So, gehen da oben rein. Wunderschön. So, ist Mars ist auf ein False. Und das wiederum überrascht mich jetzt. Weil die. Oh, das ist natürlich nicht, dass das ist ja auch falsch, was ich hier mache. Das ist ja auch das siebte. Aber warum? Moment. Na,
Das Bitset jetzt von links nach rechts oder von rechts nach links? Bin ich völlig verwirrt. Weiß gerade jemand auswendig. Also was sind die ersten Least Significant Bits oder Most Significant Bits? Gucken wir mal. Fix and Logic Operates Meet the Requirements. Gucken wir uns einfach ein Beispiel an. Nochmal zurück. So. Gut. Ah, okay. Ja, war andersrum. Also es geht von links nach rechts. Also 0 ist das least significant bit und ich will natürlich nicht das dies, sondern ich will in dem Fall ja das most significant bit haben. Okay. Also, das soll jetzt fixen. Jetzt gehen wir natürlich den ganzen Müll noch aus, weil ich den Debug-Code noch drin habe. Was soll's? Dann ist jetzt ismask jedenfalls true. Das ist alles okay. Opcode ist 1. Ist das denn wenigstens richtig? Achso, das habe ich in der Bitmap gemacht. Hätte ich auch in der Bitmap machen sollen. Okay, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Habe ich sonst noch irgendwo ein Bitset benutzt und dann denselben Fehler? Nee, ne? Doch, hier nochmal. Ja, in der Ausgabe. Payload-Length ist 126, das ist gut. Payload-Length ist jetzt 101, das ist richtig. X-Byte ist 2. Und wir geben aus irgendwo hoffentlich die Zahl. Ja, passt. Okay, schön, haben wir noch einen Bug gefunden. Böser Bug. So, was wollen wir jetzt? Pollen, Proschen. WebSocket, Server. Was macht man mit dem? Okay, danke, das habt ihr schon beantwortet. Brauche ich mich nicht so kümmern. Okay, ich sehe schon, ihr habt das voll im Griff. Liegt die Maximallänge einer Twitch-Nachricht zufällig auf 126? Nee, ich glaube nicht. Okay, also das heißt, wir können jetzt schon mal offensichtlich Nachrichten empfangen und ich teste jetzt nicht den Fall damit, sondern ich glaube einfach mal, dass das funktioniert. Ich weiß, das ist die Grund alles Übels, aber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das sieht zumindest im ersten Moment irgendwie gut aus und das sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. Gerade keine Lust, so riesen Daten da reinzuballern. Können wir aber später nochmal testen. Jedenfalls kommen jetzt auch schon mal etwas größere Nachrichten bei uns richtig an. Sieht man ja hier kommen jetzt die Zahlen bis zum A durch. Wir müssen ja nicht direkt 18 Exabyte, es würde reichen, mehr als 4 Gigabyte zu übertragen, ne? Sodass wir, beziehungsweise, nee, es reicht sogar schon mehr als 32.000 Zeichen. Wir müssen ja nur die 16-Bit überschreiten, um auf die um in den Fall da reinzulaufen. Ne? Also so schrecklich viel müssen wir gar nicht schicken. Ja, da hat da eben einer gepostet, dann machen wir es, was soll's, dann machen wir es da einfach mal so. Benutzen wir dann auch das Pattern da. Von Uji Finikoto, wenn ich es richtig lese. Gut. So, also, das heißt, hier an der Stelle müssen wir das jetzt einfach mal ein bisschen häufiger als 32 mal wiederholen und da habe ich jetzt vermutlich ein Anführungszeichen zu wenig. So, das ist das gültige Code. Offensichtlich. Oh krass, da fällt mir jetzt gar nicht. Kann ich einfach Run machen, dann macht das direkt unten im Browser auf. Bin auch gar nicht aufgefallen. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, weil das soll das mindestens 16.000 Mal wiederholen. Also nehmen wir mal 20.000 Mal, das dürfte reichen. Damit, da das ja zwei Zeichen sind, haben wir damit, müssten wir damit in den Fall reinlaufen, wo 16 Bit nicht mehr ausreichen, um zu counten. Unser Payload denkt, ist 126, wahrscheinlich weil der Browser noch offen ist. Machen wir einfach mal hier ein Reload.
Ereignis nicht völlig durcheinander kommen, mache ich es mal hier zu. Wie klopfe ich denn das? So wahrscheinlich. So, neu starten. Läuft. Webseite neu laden. Payload Length ist immer noch gleich 126. Ach so, 64.000. Das ist ja ein Unsigned. Mein Fehler. Also müssen wir noch ein paar mehr spendieren. 70 reichen. Gut, wenn sogar. 33 hätten schon gereicht, weil es ja zwei Zeichen sind. Aber was soll's. Was soll der Geiz? Haben wir ja genug Platz. So, jetzt haben wir hoffentlich 127 drin. Yay! Wir haben 127 drin. Und wir bekommen eine Payload-Length raus von... Ja, das war's. Zweimal 70.000, 140.000. Okay, gut, da haben wir den Code jetzt auch mal getestet. Und wir können es auch durchlaufen lassen und es kommt dann hoffentlich ein ziemlich langer String raus. Ja, und zwar der immer wieder. Gut. Genau, also jetzt, deswegen sage ich ja, also 33.000 hätten auch gereicht. Aber Hauptsache sind mehr als 64.000. Gut, also das heißt, das funktioniert. Jetzt gucken wir uns mal an, jetzt gucke ich mir erstmal das mit der Fragmentierung an, was es eigentlich damit auf sich hat. So, das habe ich gesehen. Da war auch ein Chapter, Fragmentation. Wie haben wir es denn? 3 Minuten, das wird wohl heute nichts mehr, aber zumindest sind wir in guter Zeit. Dann habe ich es ja tatsächlich geschafft, das in der Zeit zumindest das, was ich wollte, zu schaffen. Jetzt gucken wir noch gerade, wo ist Fragmentation? Fragmentation. Sending a message that is of unknown size and the message is started without having to buffer that message. If messages couldn't be fragmented, then info would have to buffer the entire message so they be counted before the first byte sent. Fragmentation as server on when the buffer is full, write a fragment to the network. A secondary use case, lustig, ne? May choose to write a fragment to the network. Super, nachdem wir uns beschlossen haben, dass wir 64 Bit für die Size reservieren wollen. Sagen wir dann, okay, naja, vielleicht können wir den ja doch nicht auf einmal speichern. Gut, das sind Use Cases, wie funktioniert das jetzt? A second Use Case is multiplexing. Okay, gut. Let's specify otherwise, by extension, frames have no semantic meaning. Intermediate might coalesce and or split frames. If no extension were negotiated by the client, so something... One beginning and this is absent of the senders and receiver must not depend on the presence of specific frame boundaries. The following rules apply. An unfragmented method consists of a single frame with a thin bit set and an opcode other than zero. Ah, okay. Jetzt kommen wir zu dem Opcode. Was ist hier, wenn, was wird hier, wenn der Server Class, wo liegt der Listener drin? Das ist Kram, den ich auch selber geschrieben habe. Liegt in unserem GitHub Repository. Alles eigener Code, alles anders böse. Nee, ich gebe ja zu, dass ich das Rad mal wieder selber finde, aber es geht darum, alles selber zu machen. A fragmented message consists of a single frame with a thin bit clear and an opcode other than... Moment. A fragmented message consists of a single frame with a thin bit clear and an opcode other than zero by zero or more frames with a thin bit clear and an opcode... Oh Mann, das ist ja auch aufwendig geschrieben, einfach zu sagen... Eine fragmentierte Message besteht aus mehreren Frames und alle bis auf den letzten haben 0 da stehen. And terminate by a single frame with a thin bit set to an opcode bit. And terminated by a single frame with a thin bit set and an opcode of 0. Okay, klar. A message, fragment message is conceptually equivalent to a single larger message whose payload is equal to the concatenation of the payloads of the fragment in order. However, in the presence of extension, this may not hold true. Extension supporten wir nicht, also ignorieren wir den Teil. For instance, extension data may only be present, bla bla bla. Gut, wollen wir eh nicht supporten. Ist auch
was soll's. Example for a text message that's sent at 3 fragments. The first fragment would have an opcode of 1 and a fin bit near. The second fragment would have an opcode of 0, a fin bit near. Third fragment would have an opcode of 0, the fin bit is set. Okay, kapieren wir. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das noch innerhalb von 0 Minuten, weil wir jetzt schon halb haben, in den Code hier reingefrickelt kriegen. Also wir wollen nur beim Final Fragment was tun und wenn wir jetzt kein, das ist natürlich, wenn wir jetzt das Final Fragment Bit nicht gesetzt ist, dann müssen wir eigentlich dann sozusagen so lange unsere Daten dumpen. Was mich wieder dazu bringt, dass eine vielleicht doch nicht so clevere Idee war, das Unmasked in Place zu machen. Aber das heißt, wir müssen irgendwie einen Zustand speichern. Wir warten noch auf das Ende der Fragmentierung. Wie funktioniert das dann? Also die Payload-Length, das wird einfach konkateniert. Okay, das heißt, jeder einzelne Frame hat seine Payload-Length und die Gesamt-Payload ist dann sozusagen das Endergebnis. Überlege ich gerade bei einem. Wenn man Strings sendet, dann würde das momentan dazu führen, da wir das ignorieren. Also momentan ignorieren wir es ja effektiv. Wir lesen es zwar aus, aber ignorieren es. Das heißt, ja, wir müssen also quasi die Zwischenergebnisse, die wir da rausziehen, irgendwo dumpen. Und dann, sobald das Finbit gesetzt ist, die alle nochmal konkatenieren und dann zurückgeben. Okay, dann mache ich aber jetzt nicht mehr heute. Wenn wir das machen, dann haben wir den Teil schon mal fertig und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Binary Frames handeln. Also ich denke mal, die brauchen wir auf jeden Fall, damit das Ganze irgendwie Sinn macht. Gut, okay, gut. Also ich committe das Ganze gleich ein, zwei aber noch. Ich ändere eben das hier noch eben mal wieder zurück, damit er nicht immer so hier viele Outputs produziert. Ja, lässt den mich vorher starten. So, jetzt kann ich hier nochmal run drücken. Open. Ja, jetzt kommt hier Hallo Welt. Okay, gut. Ja, ich committe das jetzt erstmal. Und das Ganze geht dann weiter am Samstag geht es weiter. Ja, am Donnerstag gibt es auch ein Late-Night-Coding, aber zum Thema Rekursion. Ich habe das bewusst extra am Ende erwähnt, weil ich weiß immer, wenn ich das Thema Rekursion auch bringe, dann ist die nächsten 5 Minuten so viel Panik, dass man mit niemandem mehr reden kann. Genau. Ja, ich wollte auch mal einfach so ein einfaches Protokoll mal einfach runter implementieren. Was machen wir jetzt? Und mal schauen. Und dann haben wir Websockets und mit den Websockets auch wieder natürlich in unserem eigenen tollen Code, der ganz doll getestet und Security relevant ist. Und schauen wir mal, was wir damit wieder Lustiges machen können. Was gibt's zum Raiden heute? Himmelskinder, das sind Musiker. Okay. Ich rate für dich auch Himmelskinder. Bisher gab es ja noch keine Beschwerden. Okay, also dann Donnerstag geht es weiter. Rekursion für Anfänger auf jeden Fall. Anfängerinnen und Anfänger am Donnerstag. Wahrscheinlich mit Python, weil es auch für meine Studierenden geeignet sein soll. Und dann erzähle ich einfach ein bisschen was darüber, was man damit alles so Lustiges machen kann. Und dass man sich da eigentlich gar keine Panik drum machen muss. Und dann geht es am Samstag weiter mit den Websockets. Gut, dann tippe ich hier schon mal Raid ein. Habe ich das diesmal auf Anhieb richtig getippt? Hoffe ich zumindest. Gut, dann, wie immer, wenn wir jetzt gleich durch sind mit, dann wie immer, alles Gute euch, bleibt gesund, wenn ihr könnt, lasst euch impfen und tschüss bis entweder zum Donnerstag oder sogar bis morgen, wenn ihr eine Vorlesung angucken wollt. Ansonsten, wie gesagt, Websockets gehen am Samstag weiter. Ciao.